Okay. So, ihr macht alle Kohle. Sehr gut. Du müffelst beim Ork irgendwas. Muss alles noch abtransportiert werden. Wir haben genug Mana. Da können wir doch mal zack machen. Damit die Zwerge hier das Wichtige machen können. Nämlich das hier alles weghauen. Alternativ könnte ich auch eine Konstruktion bauen, die so kreisförmig ist. Da dann Bäume wachsen lassen und in der Mitte von diesem Kreis, also von diesem ausgehöhlten Kreis, eine Explosion zünden. Die so platziert ist, dass sie nur die Bäume kappt. Und dann wieder Grünzeug. Und dann mit der Explosion wieder grün zur Explosion. Aber ich glaube, das klappt nicht. So, Portal, Portal. Tesla-Türme könnte man noch ein, zwei gebrauchen. Unter was sind Tesla-Türme? Ach so, hier. Silber. Es kann doch nicht sein, dass wir Tonnen von Gold und anderem Gedöns haben und kein Silber. Da ist auch noch Silber. Da ist auch noch Silber. Okay. Plan. Wir machen da ein Portal auf. Kämpfen uns diese Horden von Pflanzen durch. Bauen dann hier das Silber ab. Gehen weiter durch die tödlichen Pflanzen. Bauen da das Silber ab und dann bis da unten hin. Das klingt doch gut. Jetzt bist du nur hier als Zwerg kommen und das auch machen. Sie haben nicht die Ausrede, dass ich hier oben ganz viele Aufträge verteilt habe. Die müssten alle schon fertig sein. Ja. Du wirst angegriffen. Achso, die Pflanzen, ja. So, einsammeln bitte. Machen gleich einen Kahlschlag hier, na gut. So. Dazu. 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 Das da hinten auch raushauen. Das da weg, das da weg, das da weg. Und dann hier lang runter. Jo. Gut. Oh, da ist Kohle. Kohle lassen wir jetzt nicht mehr liegen. Jetzt, wo wir wissen, wie viel Holz wir dafür brauchen. So, das muss auch noch eingesagt werden. Kann ich da zu machen. Da und da kann sowieso zu. Das müsste eigentlich alles ersetzt werden. Bitte also auch aufmachen. Zum Nachhinein betrachtet hätte ich das Portal vielleicht doch weiter unten hinsetzen sollen. Ne? So, das da muss auch weg. So, das hier muss alles leer, das muss leer, das muss leer. Das da muss weg, das muss weg. So, wir brauchen unbedingt Scaffolding, sonst kommen die Zwerge nirgendwo ran. Scaffolder. Also, das dazu. Das dazu. Genau. Hier kriegt der Scaffold zum schneller hochlaufen. Hier kriegt er welchen hin, damit er zu dem Zeug rankommt. Und das da wegmachen könnt. Und hier schneller hochkommt und da schneller hochkommt. Und da sowieso. Deine Zwerge sind hungrig. Oh. Hier. Uh-oh. Gebratener Fisch und Fett. Erstmal Fett. So. Ganz viel Fett. Gebratener. Wirst du wohl mal. So, gebratener Fisch. Und dann zapfen. Und dann ist die Welt wieder gut. So. Der läuft hier von Tisch zu Tisch und müffelt alles weg. Ist okay. So. Das dann noch zu. Das dann noch zu. Das dazu. Das zu. 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 Das weg.
Da oben Scaffolding hin. Das weg. Das zu. Das zu. Das artet ja richtig aus hier. So, das. Nein. Das muss weg. Das. Ganz viel Scaffolding, so. Das alles einsammeln und dann hätten wir erstmal ein bisschen was an Silber. Wirklich vieles was anderes. Und da wir hier noch gar nicht waren, können wir hier mal so einen kleinen Durchbruch machen. In der Hoffnung, dass da noch mehr Silber ist. Swoosh. So, dazu. Dazu. Und hier kriegt jemand ein neues Portal. Das geht ja gar nicht so. Viel besser. Dazu. Eisen hätten wir im Angebot. Eisen will ich aber nicht so wirklich abbauen. Oh, ich höre Grillen. Weg. Entferne Steinsäule. Entferne rotes Banner. Töte Beholder. Steinsäule weg. Wandlampe weg. Mhm. Oh, Kohle und ganz, ganz viele Ameisen. Die Kohle hätte ich gerne. Baut bitte mal in die Richtung das hier ab. Und der Rest von euch baut das hier nach unten ab, damit wir zu den Ameisen kommen. So, tong. Nächstes Scaffolding. So. Die könnt ihr auch mal wegmachen. Das sind ja alle Steinmauern, die wir so nochmal irgendwo brauchen können. Was machst du da? Das. Ja, okay, hier kriegt ihr noch ein Portal. Faulen Zwerge. Töten. Jo, gib ihm. Und weg. Du warst da angeschlagen, ne? Ja. Gut. F2, 3. Schnitzel. Der da muss sterben. Und alle. Zu. Oh, ist noch ein bisschen mehr Kohle. Da oben brauchen wir allerdings Scaffolding, um hinzukommen. Und wir haben keine Scaffoldings mehr. Stimmt natürlich nicht ganz, aber wir müssen sie halt umschichten. So, du musst sterben. Du musst zu und ihr müsst auch alle sterben. Du. Gut. Also wir haben Silber, wir haben ein bisschen Kohle. Wir haben gleich sogar noch ein bisschen mehr Kohle. Das heißt, wir können jetzt die Testertürme bauen, die vor... Wow. Vor einer ganzen Weile mal vorgeschlagen hatte. Und der Schnee. Das ist dann mal eine halbe Folge unterirdisch. Und dann... Okay. Nicht murren. Einfach abbauen. Und einen neuen Waldzauber hinsetzen. So. Das alles auch weg. Ich kann nicht mehr rechts markieren, was? Ah, okay. So, und das weg. Tesla-Turm hier. Silber haben wir. Gold haben wir. Stahl haben wir auch noch. Quarz haben wir. Glas haben wir nur noch für 2 Stück. Was aber okay ist, ich wollte eh erstmal nur 2 bauen. 1, 2. Oh, und gleich kommt eine Welle. Aber diesmal haben wir wesentlich mehr Heiltränke vorbereitet, das passt schon. Tuki-tunk. So,
Welle kommt. Die Plattenstiefel dürften inzwischen fertig sein. Da. Plattenstiefel. So. 14 Sekunden. 4. Ihr könnt dem Feind wieder in den Rücken fallen. Der kommt nämlich bestimmt genau dahin. Also, ihr 1, 2, 3, 4, 5 Zwerge kommen von rechts. Rest greift von links an. Handdämmer. So, und schon mal die Heiltränke raussuchen, ne? Das wird unausweichlich sein. So. Du trinken Heiltränke. Du trinken Heiltränke, du trinken Heiltränke. Was zur Hölle machst du da? Geh weg. Hunger. Kurzfristig zurückgedrängt, aber gleich kommt bestimmt wieder ein Beholder und dann, ne, werden wir zurückgedrängt. Aber Erfahrungspunkte trudeln auf jeden Fall schon gut ein. Ich suche derweil schon mal den Tesla-Turm raus für gleich. Da. Dahin. Und der soll nur hier hinten hin als Notlösung. Er soll nicht dafür da sein, diese Angriffswellen automatisch zu töten. Einmal mitnehmen, bitte. Zack. Weil es gibt halt keine Erfahrungspunkte, ne? Das will ich ja nicht. Ich will nur, dass, falls die Zwerge mal zu schwach sind für so eine Welle, dass denn nicht die ganzen Gegner in unsere Basis reinlaufen, alle Türen kaputt machen und so weiter. Wobei sie nicht mehr machen, als die Türen kaputt. Also sie reißen keine Gebäude kaputt, sie plündern das Lager nicht, sie greifen das Totem nicht an. Das ist alles recht komisch. Da muss noch irgendwas kommen. Oh. Das lief gut. Das lief echt gut. Zing. So. Wo machen wir jetzt weiter? Eigentlich hier unten, ne? Ne, nicht hier. Wo war meine eben gerade Silbermine? Hier, bei den ganzen Scaffoldings. Hätte gerne ein Zwerg. Den würde ich kurz mal gerne kontrollieren. Also nur so 5 Minuten oder so. Damit die nicht wieder alles zuwuchert. Komm schon, Zwerg. Du willst doch auch in die tiefe Mine und von einem psychopathischen Geist übernommen werden, der dich dazu zwingt, Deko-Sachen zu machen. Komm schon. Aha. F1. Du. Du Kontrolle übernehmen. Also weg mit dir. F2. Weg. Nein. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Zu. So. Portale können wir auch zumachen. Sehr gut. Ich glaube, ihr seid jetzt alle hier drin gefangen. Es tut mir leid. Hier habt ihr ein Portal. Oh, ja, dich sollten wir rauslassen. Komm. Geht da aus meinem Loch raus. Hat da so ein leichtes Déjà-vu? Ich weiß auch nicht. So, zu. Töten? Töten? Nicht mehr. Willst du wohl mal die Schnecke töten? Danke. Das kann weg. Das kann weg. Das könnt ihr ruhig alles einsammeln, ist okay. So. Das ist alles zuzubuddeln, ist eigentlich Verschwendung wegen dem Stein, aber. Kriegen wir schon hin. Geht, was wollt ihr hier? Geht weg. So, zu. Könnt nach Hause gehen. Habt da oben bestimmt ganz viele Aufgaben für euch verteilt, oder? So, was war hier oben eigentlich? Gucken wir mal kurz. Das sind schon mal Scaffoldings.
Ach, die Kohlegeschichte. Ja, zack, 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 zack. Ist da noch mehr Kohle? Nö, nicht wirklich. Okay. Zu. Und schon kommst du hier alle an. Kohle, Kohle, Kohle. Geh, geh. Aus, aus. Scaffolding kommt auch mit. Die werden wir auch bald wieder brauchen. Die brauchen wir nämlich immer. Aus. So. Und fertig, das soll jetzt mal reichen. Dann nimmt mal schnell das Portal da. Ich erweitere das nochmal kurz. So, befreien. Raus. Und dann macht ihr bitte hier oben weiter. Das weg, das weg, das weg. So. Wieder so ein Mini-Portal. Also anscheinend spawnen jetzt nachts einfach so Portale. Also jede Nacht. Die aber nicht so stark sind wie eine richtige Welle. Daher ist das die Eskalation, die manche Leute in den Kommentaren meinten. Naja, sei es drum. Erfahrungspunkte. Tesla-Turm drauf. Portal, Tesla-Turm darauf. Ja. Britzel, Britzel, Britzel. Sehr gut. Kämpft da mal weiter gegen, das ist okay. Das kann hier weg. Wie schaut's mit Kohle aus? Oh, 49 Kohle, das ist okay. Ganz viel Kohle. Haben wir gleich 69 Stück. Ach, das ist schick. So, weg, weg. Bäume weg. Zack. Zack. Und hier runter hin. Das ist doch eine ganz schön lange Welle, ne? Wo ist es denn zwischen diesen Wellen und den richtigen Wellen, wenn alle durchgehend Monster rausspucken? Nur, dass bei den Wellen hier große Yetis und die Hulde dabei sein können? Wahrscheinlich, ne? Okay. Na komm. Schlag sie noch zurück, es wird eh gleich Tag. Sehr gut gemacht. Hier, saugen. Zack, zack. Zack, zack. So, habt ihr wieder einen halben Tag zu tun? Ihr könnt den halben Tag irgendwas Produktives machen und dann gibt es wieder eine Nachtwelle. Das scheint momentan der Spielinhalt zu sein. Also ein bisschen Deko versuchen, ein bisschen Ressourcen sammeln und dann töten, 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 töten. Apropos töten. Ich will besser töten, also brauche ich mehr Metrihelme. 1, 2, 3 Metrihelme. Damit dürfte unser Metril auch langsam zu Ende gehen, ne? Ah, geht noch. So ein paar Goldbarren hätte ich gern. Nicht Sand. Obwohl doch, Sand brauche ich auch. Sand, Sand, Kohle, Kohle. Und was andersrum. Aha, so. 20 Glas, einfach mal auf Vorrat. Jetzt da, da, da und da. So, 7 Stück. Ja, okay, ein paar mehr. So, 9 Stück. 6 auf Vorrat, weil manchmal brauchen wir auch Rohmetrie. Dann das gleiche bei Gold. 8 auf Vorrat. Bei Silber. 9 auf Vorrat. Und Kohle ist wieder alle. Wir haben kein zu essen gemacht. So, einsaugen. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. Den Spruch hier beim Schnee hätte ich mir sparen können. Oh, na gut. Weg, 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 weg. Haben übrigens alle Zwerge die guten Silberäxte? Ja, haben sie. Du machst wie viel?
Holzfällen 3. Werkzeug. Holzfällen 5. Ne, aber eigentlich sollten wir uns, wenn, erstmal alle Waffen holen, ne? Damit die Wellen schneller gehen. Na komm, kaufen. Ein Schwert gönnen wir uns für unseren Superzwerg, den Jasper. Versuchen dann zwischendurch immer mal wieder was zu holen hier. Also ein komplettes 12er-Set Mithril-Schwerter und Mithril-Äxte und Mithril-Picken dürften wir nicht unbedingt so hinbekommen. Aber so ein, zwei zwischendurch mal ist okay. Also wenn man Power-Gang betreiben möchte, dann dürfte es sogar hinhauen. Das heißt, man baut einfach nur durchgehend Dreck hin und Dreck ab, Dreck hin, Dreck ab, Dreck hin, Dreck ab. Und da jedes Mal eine Chance ist, Gold zu droppen, ne? Hat man irgendwann sein Gold. So ein Verkaufssystem fände ich echt besser. Also jetzt nicht unbedingt von Dreck. Der Händler sollte nicht alles kaufen, sonst ist die Welt bald weg. Aber sowas wie Beute von Gegnern, also Knochen, Schleim, dass die Goblin irgendwie Münzen droppen oder was in der Richtung, oder den Rammstein sie droppen in ihren Zelten. Da ist so random Deko-Kram drin, dass man das verkaufen kann. Oder auch alte Deko-Sachen, die man nicht wirklich brauchte oder die man nur gebaut hat für den Tech-Tree. Das wäre auch ganz schick. So, weg, weg. Neues Portal, so. Du kannst auch mal sterben. Hunter und Goblins. Oh, wow. Ganz schön viel Zeug hier. So. Dich erweitern wir zweimal. Weg, weg. Weg, weg. Haben wir irgendwo ein schön. Ja, hier. Hier ist Platz für Wäldchen. Flup, 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 flup. Das ist auch so eine Frage. Wenn wir hier alles zubauen würden mit Wald, kann denn überhaupt ein Goblin-Ding spawnen? Ja, das spawnt nämlich vor den Wäldern. Okay. Dann ging hier nur noch die Variante mit Zaun. Also die ganze Welt einzäunen. Damit es keinen Schnee und keine Goblins mehr gibt. Ja, so. Du kommst mit. Und wir haben es wieder Nacht. Das heißt, es kommt gleich eine Welle. Noch sehe ich nichts. Und die wird auch nicht angekündigt. Also es gibt keinen Zoom dahin. Der ist einfach irgendwann da. Das könnte ein Unterschied sein zu der starken Welle. Die starke Welle kommt sofort, wenn die Nacht anbricht. Die andere random? Stunde verspätet? Irgendwie so? Gar nicht. Nicht genug Mana für diesen Zauber. Oh. Ja, wird eh gleich Zeit für eine Pause, das passt schon. So, das weg, das weg, das weg. Durch die Nacht arbeiten. Nachtschichtzwerge. So, dok, 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 dok. Portal. Weg, 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 weg. So, ist jetzt inzwischen irgendwo ein Portal? Nö. Okay, also entweder kommen diese Nicht-Hauptwellen nicht jede Nacht. Oder die Goblins haben damit irgendwas gemacht. Also, dass sie wegen den Goblins nicht gespawnt sind. Oder, keine Ahnung. Habe ich noch nicht so ganz durchschaut, was mit denen ist. Ein Bug könnte es auch sein, wobei es nicht wirklich wie ein Bug aussieht. So, die da weghauen. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Du kleiner Zwerg, gehst bitte mal schlafen. Das macht bitte mal jeder, der unter 2,5 Leben hat. Also alle. So. Schnarch, 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 schnarch. Sehr gut. Gleich haben wir einen neuen Tag. Das heißt, ich verteile jetzt schon mal Arbeiten, die die Zwerge nicht aufwecken dürfte. Richtig. Das hier alles weg. Nee, zweimal. Das weg. Das weg. Das alles weg. Du weg. Du weg, du weg. Das reicht erstmal.
Portale sind gleich zu. Aber na gut. Kleine Pause jetzt. Und wenn wir gleich wiederkommen, sind die Zwerge wahrscheinlich alle wach und wir haben wieder volle Mana. Also bis gleich.